Wir sind hier auf dem Messestand der Deutschen Telekom auf der IFA 2013 in Berlin und sehen hier eine Testinstallation des neuen LTE Plus Standards. Das ist LTE der vierten Netzgeneration. Noch nicht sehr viele Endgeräte unterstützen das. Hier beispielsweise ein LTE Speedstick, bei dem wir gerade einen Download gestartet haben, der aktuell mit um die 80 Megabit schwankend läuft. Also das Netz ist noch nicht sehr stabil. Es befindet sich momentan noch in der Ausrollungsphase. Als Smartphone-Devices, die LTE Plus bereits unterstützen, gibt es hier das Xperia Z1 von Sony, wasserdichtes Smartphone, welches diesen Standard unterstützt. Hier haben wir ein Huawei MediaPad. Hier habe ich ein Samsung Galaxy S4 Advance. Advance ist der Knackpunkt, damit LTE Plus unterstützt wird. Das normale Galaxy S4 kann LTE eben nicht bis 150 Mbit. Und hier hinten haben wir das LG G2, das neue Flaggschiff. Auch dieses Gerät unterstützt LTE Plus bei der Deutschen Telekom mit bis zu 150 Megabit pro Sekunde im Frequenzband 1800 MHz. Im LTE Highspeed-Netz der Deutschen Telekom wird demnächst auch Voice over LTE eingeführt. Aktuell ist es bei LTE Smartphones noch so, dass sich die Devices aus dem LTE-Netz ausbuchen und ins UMTS-Netz umbuchen müssen, um zu telefonieren. Das wird künftig entfallen. Auch die Telefonie wird übers LTE-Netz laufen. Das heißt, es entsteht ein deutlich schnellerer Rufaufbau und es ist dann auch parallel möglich zu telefonieren, zu surfen und beispielsweise Daten in die Cloud hochzuladen.